Herzlich willkommen bei den Plattenbesprechungen zum Wochenende von Lehmann Audio. Hallo zusammen. Wir fangen an mit etwas, das man Power Trio nennt. Power Trio heißt Schlagzeug, Bass, Gitarre. Power Trio heißt in vielen Fällen lange Gitarrensoli. Power Trio heißt hohe Lautstärke. Power Trio heißt ja ziemlich viel Energie im Raum. Und wir haben hier ein Power Trio West, Bruce und Lang. Und das sind Leslie West, oder das waren in dem Fall Leslie West, Jack Bruce und Corky Lang. Und das ist im Prinzip eine Mischung aus den Gruppen Cream, wo Jack Bruce mitgespielt hat, und Mountain, wo Leslie West und Corky Lang gespielt haben. Und hier handelt es sich in dem Fall um eine Box mit insgesamt drei LPs aus den Jahren 1972, 1973 und 1974. Und danach war es dann mit der Geschichte der Gruppe auch schon vorbei. Insgesamt gab es die nur 18 Monate. Und wir haben hier die ersten beiden Studio-LPs, Why Don't Ya und Whatever Turns You On. Und dann die LP Live and Kicking, die halt wirklich live aufgenommen wurde. Und auf den Studioplatten ist es so, dass da ja auch durchaus Jack Bruce-mäßig ziemlich experimentiert wurde. Und ich finde es ganz nett, hier mal die Cover zu zeigen. Das ist wirklich so, ne, Cover-Art der Zeit, ganz klar. Und ja, halt ziemlich experimentell. Auch hier bei dieser Why Don't Ya. Und hier dann bei der Live and Kicking. Ja, also alles so ein Stil letztendlich. Und ja, wie gesagt, bei den Studio-LPs, bei den beiden ist es so, dass da also auch Instrumente gedoppelt wurden, dass da auch andere Instrumente dazugekommen sind. Und das konnten wir natürlich alles live nicht machen. Da gab es wirklich nur sozusagen die nackte Wahrheit als Trio auf dem Platz oder Firma auf der Bühne. Und mir gefällt tatsächlich die Live-Platte davon auch besser als die beiden Studio-LPs. Die hat einfach, ja, wie gesagt, mehr Energie. Und wir kommen später nochmal zur Gruppe Mountain. Und zwar zu einem Mitglied, was dann da auch mal dabei war und ein ja, tragisches Ende genommen hat. Aber das erstmal hier, ne, für Liebhaber von Gitarrenrock und hohen Lautstärken, langen Gitarrensoli, West, Bruce und Lang. Die Box, die gab es damals, glaube ich, exklusiv auf dem deutschen Markt, meine ich mich zu erinnern. Und man kriegt aber auch die LPs von den dreien so irgendwie im Gebrauchbereich. Wir kommen zu etwas komplett anderem. Frank Sinatra sings The Select Cole Porter. Das ist wirklich, ja, Frank Sinatra, wie man ihn sich vorstellt. Und die Cole Porter Sachen, I've Got You Under My Skin, Night and Day, Just One of Those Things, I Get a Kick Out of You, I Love Paris und so weiter. Das ist, ja, ich sag mal, wirklich typisch Frank Sinatra. Und das, was wir haben, ist wirklich Swing. Das ist super lässig. Wir haben hier im Prinzip eine Big Band plus Strings, also wirklich ein komplettes Orchester dabei. Und sehr schön finde ich den Text da hinten drauf, weil das hier ist natürlich auch das, was man jetzt inzwischen Sampler nennt. Da steht so nett: All the splendid recordings in this collection have been issued before in Capitol albums by Frank Sinatra. They are reassembled here so that these interpretations by a gifted singer singing the songs of the gifted Mr. Porter may be available to the public in a single delightful package. Das ist wirklich wundervoll ausgedrückt, finde ich. Und die Platte selber, also dieser Sampler, ist aus dem Jahr 1965. Die Aufnahmen sind aber von, wenn ich das richtig sehe, 56 bis, nee, von 53 bis 60. Also sind tatsächlich ein bisschen älter. Und wie gesagt, ja, dadurch, dass es ein Sampler ist, findet man diese Titel natürlich auch auf anderen Platten vorher von Capitol oder EMI. Und aber ich finde diese Zusammenstellung ja wirklich einfach cool. Also es ist wirklich gute Laune Musik. Ganz klar. Empfehlung. Jetzt wieder was ganz anderes. Und zwar von George Winston Autumn. George Winston ist ein Pianist
Und der hat hier auf dem Windham Hill Label, was damals so, ja, ich sag mal so, New Age Musik gemacht hat, also sehr, sehr viel sehr atmosphärische Sachen, sehr viele Dinge, wo sehr viel Stimmungen transportiert wurden, gar nicht mal unbedingt so wirklich so Songstrukturen, richtig Melodien. Und George Vincent spielt durchaus sehr melodisch, überhaupt keine Frage. Und das ja, Album selber ist jetzt von 1980, das ist also an 2 Tagen aufgenommen worden. Und das gesamte Windham Hill Label, was sich auf diese ja eher ja, New Age Geschichten konzentriert hat, das gab es überhaupt nur von 1976 bis 2007. Und 1980 denke ich, dass das hier noch keine Digitalaufnahme ist. Es steht auch was da drin, dass das Master ja, von Stan Ricker, der ja durchaus eine absolute Größe war seiner Zeit, von Stan Ricker Half-Speed gemastert wurde. Also es gab zumindest ein analoges Master, was dann in halber Geschwindigkeit auf Folie transferiert wurde. Und dieses Album hat es in den US Top Jazz Albums bis auf Platz 12 geschafft. Und gefällt mir wirklich definitiv auch sehr gut. Ja, und wieder was ganz anderes. Blank und Jones sind ein, ja, ist praktisch eine Gruppe von Produzenten, DJs und so weiter, die in schöner Regelmäßigkeit neue Sachen veröffentlichen. Und ja, das hier, dieses Relax, 11. Edition, ist ein Doppelalbum in einem normalen Cover. Dieses Doppelalbum in einem normalen Cover ist für mich immer so ein bisschen zweischneidig, weil dann die LPs da drin doch ja, etwas mehr gepresst werden. Also die LP-Umrisse malen sich dann eher ab, weil die in diesem Cover drin sind. Und es sind hier, ja, bei den zwei Platten ist es so, dass es einmal ja, eine LP gibt, die ruhiger ist, die also wirklich sozusagen zum völligen, ich sag mal, Chillen gedacht ist. Und eine andere LP, die zweite LP, die ist dann eher tanzbar und ja, das groovt schon wirklich sehr, sehr gut und macht einfach Spaß. Diese 11. Edition ist von 2018 und ist wohl auch nicht mehr erhältlich. Also bei Blank & Jones läuft das so, dass die ihre Sachen veröffentlichen, dann sind die LPs limitiert und danach gibt es die nicht mehr. Dann sind die raus. Also man sollte sich beeilen, wenn man auf diese Art von Musik steht, dass man die Sachen bekommt, die man haben will. Oder man muss dann halt eben mit der CD vorlieb nehmen. Das geht natürlich auch. Ja, Blank & Jones sind, da freue ich mich natürlich auch sehr drüber, seit mehreren Jahren Verwender von meinen Kopfhörerverstärkern und sind da wohl auch ganz angetan. Und ja, aber diese Musik ist auch wirklich klasse. Also ist wirklich, wirklich schön. Und dann kommen wir schon wieder zu was ganz anderem, nämlich zum Oscar-Peterson-Trio Tristessa. Und zwar Tristessa und Piano. Also Tristessa ist ja sozusagen das Grundfeeling der brasilianischen Musik. Also eine gewisse Traurigkeit, die aber durchaus jetzt nicht irgendwie hoffnungslos ist. Und Oscar Peterson kombiniert hier mit Sam Jones am Bass und Bobby Durham am Schlagzeug diese Tristessa ja, mit einem ja, amerikanischen Jazz-Feeling. Also das geht einfach nochmal dann anders zur Sache. Und das macht es nicht weniger optimistisch, ganz im Gegenteil. Erschienen ist die Platte 2005 und die Aufnahmen sind aber tatsächlich alle von 1970. Also da hat also der Prozess letztendlich über 35 Jahre gedauert, bis die Platte es ans Licht der Öffentlichkeit geschafft hat. Erschienen ist das bei MPS und das ist wirklich das, was ich glaube ich so als ja, absolut virtuoses Klaviertrio bezeichnen würde. Ja, wie gesagt, ne, bei praktisch allen Sachen, die ich hier vorstelle, ist immer ganz klar, ja, macht Spaß, ist toll zu hören. Und Oscar Peterson, wo ich tatsächlich auch lange dachte, dass es ein Amerikaner wäre, Oscar Peterson ist aber ein Kanadier gewesen. Und ja, der lebte von 1925 bis 2007, hat also die Veröffentlichung dieser Platte auch nur noch um 2 Jahre überlebt. Und Peterson hat aber halt dadurch, dass er halt so alt geworden ist, uns so eine Unmenge an toller Musik hinterlassen, das ist einfach toll. Also da freue ich mich immer wieder sehr dran.
Jetzt schlagen wir nochmal den Bogen zurück zum Mountain. Und zwar haben wir hier eine Platte von Felix Pappalardi mit Creation. Creation ist, ja, man sieht es schon, eine asiatische, in dem Fall eine japanische Band, wo Felix Pappalardi mitgespielt hat. Diese Platte ist von 1976 und fällt unter Bluesrock oder Progrock. Und Pappalardi ist ja eine mehr oder weniger schillernde Persönlichkeit, würde ich sagen. Der studierte klassische Musik und er produziert aber auch zum Beispiel ab der LP Disraeli Gears alle Alben von Cream. Hat also da eine Verbindung gehabt. Und Pappalardi gründete mit Leslie West und Corky Laing die Gruppe Mountain. Und ja, im Jahr 1983 wurde Felix Pappalardi von seiner Frau erschossen. Mit einem Genickschuss. Und ja, seine Frau ist dafür verurteilt worden. Also ein tragisches Ende eines schillernden Lebens. Und ja, so gehen die Sachen manchmal. Das war also ein Mord aus Eifersucht. Und unabhängig davon, diese Musik ist interessant. Also ist, glaube ich, nichts für mich für jeden Tag. Macht aber schon auch zwischendurch wirklich echte Laune. Und ja, ist halt wirklich, ich sag mal, wirklich, ja, Musik der Zeit. Ne? Und 76, ja, schon auch schön. In dem Sinne verabschiede ich mich dieses Wochenende und wünsche allseits ein schönes solches. Nicht vergessen, den Kanal zu abonnieren mit Glöckchen, selbstverständlich. Gerne Kommentare dalassen, Likes dalassen, Anregungen dalassen aus den gleichen oder anderen Genres, was auch immer. Ich freue mich da sehr drüber. Hin und wieder kaufe ich auch noch Platten. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann.